Nun, ich habe Ihnen von der Umfrage erzählt von Ernst & Young, die Sie bitte ausfüllen würden. Wir haben die Ergebnisse beisammen. Wir möchten aber zuerst die Präsentation uns ansehen von Mario Fay und dann zusammen mit seinem Partner von Ernst & Young Ihnen die Umfrageergebnisse präsentieren. Deswegen begrüßen Sie bitte von Ernst & Young Mario Fay. So, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie wahrscheinlich den Mann vor sich, der am wenigsten Ahnung hat von der Strombranche in der Schweiz. Aber das ist völlig egal, aus zwei Gründen. Erstens haben Sie Ahnung, dafür sind Sie da. Und zweitens werden Sie sehen in meinem Vortrag, dass die Player in der digitalen Welt, die erfolgreich sind, nicht unbedingt die sind, die die meiste Ahnung haben von der Branche. Und dass oftmals eben auch Branchenfremde sind. Was erwartet Sie in den nächsten rund 20 Minuten? Ich werde zuerst einen kurzen Überblick nochmal geben, was verstehen wir im Bereich digitale Transformation, insbesondere mit dem Fokus auf digitale Geschäftsmodelle. Dann, wie setzen wir das in die Praxis um? Ich werde Ihnen das Framework vorstellen, das wir dafür einsetzen und werde dann im Anschluss ein Beispiel eines Kunden zeigen, der mit diesem Framework erfolgreich Digitalgeschäft macht. Und zu guter Letzt eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Takeaways, die hoffentlich jedem von Ihnen etwas bringt. Ganz kurz, wer wir sind. Adventure ist ein Unternehmen, das ist erst 7 Jahre alt, wurde gegründet als sogenannter Company Builder. Ein Company Builder ist ein Unternehmen, das für andere Startups aufbaut. Und in den letzten 7 Jahren haben wir das über 50 Mal gemacht. Startups, eine interessante Welt, aber Sie sagen, die meisten von Ihnen, nehme ich an, sind eben nicht aus Startups, sondern sind aus etablierten Unternehmen. Und das ist auch für uns ein ganz relevantes Business. Wir haben dann neben diesen 50 Startups, die wir gegründet haben, auch über 150 digitale Geschäfte für etablierte Unternehmen aufgebaut in den letzten Jahren. Okay, es sind rund 250 Leute. Hauptsächlich im deutschsprachigen Raum unterwegs, Schweiz, Deutschland, aber auch in den USA und in Hongkong. Jetzt, was Sie interessiert, Digitalisierung beeinflusst alle Branchen. Wer nicht dieser Meinung ist, der hat jetzt nicht nur die nächsten 20 Minuten eine harte Zeit, sondern ich behaupte mal, der wird auch in seinem Berufsleben eine schwierige Zeit haben. Ich glaube, diese Grafik mit dem Lebenszyklus eines Produkts oder einer Firma kennt jeder. Es startet mal, es geht hoch, irgendwann kommt die Zeit, wo man den Peak oder die Spitze erreicht hat und entweder geht es dann das Loch ab oder Sie schaffen die Wende. Ich komme aus der Medienindustrie. Ich habe 1995 begonnen, in der Medienindustrie zu arbeiten. 1995 war die Zeit, wo die ersten großen digitalen Player gestartet sind. Sie kennen das, die Geschichte alle. Die Medienbranche ist sicher eine der ersten Branchen, die richtig mal über den Haufen geworfen wurden, die richtig disruptiert wurden. Es kamen da Yahoo, es kam AltaVista, die ersten großen Suchmaschinen, die bekannt sind. Aber eines zeigt diese Grafik auch ganz schön. Digitale Transformation ist nicht etwas, das einmal passiert und dann hat man es gemacht, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich glaube nicht, dass jemand von Ihnen noch mit Napster Musik hört. Ich glaube auch nicht, dass jemand von Ihnen, außer vielleicht ein paar wenige, über Yahoo suchen. Diese Welt dreht sich massiv und wer heute ein Gewinner ist, auch in der digitalen Welt, heißt noch lange nicht, dass er morgen auch noch ein Gewinner ist. Wo iTunes angekündigt wurde, war das eine Riesenrevolution. Man kann jetzt Musikstücke nicht nur als ganzes Album kaufen, sondern ich kann mir auch einzelne Lieder downloaden. Wenn Sie sehen, was heute passiert ist mit Spotify, wo man das as a Service, Flatrate für sich kaufen kann, viel komfortabler, da kommt natürlich auch iTunes unter Druck. Aber was bedeutet das jetzt für ein klassisches Industrieunternehmen, für einen etablierten Player? Einer unserer Kunden ist Viessmann. Ich hoffe, erkennen Sie Viessmann, nehme ich an, die meisten. Einer der größten Heizungsbauer in Deutschland. Viessmann ist zu uns gekommen, relativ nervös damals. Wenn ich die Leute jeweils frage, was denken Sie, was hat Viessmann mit Digitalisierung zu tun? Die häufigsten Antworten sind die Steuerung der Heizung über eine App, Sensoren, Automatisierung und so weiter und so fort. Aber das ist es nicht. Das ist natürlich, das gehört auch dazu, die Digitalisierung der Geräte, die Produktinnovation. Aber die Gefahr kam aus einem ganz anderen Bereich, nämlich kam da ein neuer Player, ein neues Startup auf den Markt, Thermondo, 2012 gegründet, also noch nicht so lange.
Was hat Thermondo gemacht? Thermondo hat gesagt, die Art und Weise, wie heute Heizungen verkauft werden, die ist sowas von oldschool, das geht ja überhaupt nicht. Wenn ich in meinem Einfamilienhaus eine neue Heizung brauche, wie gehen Sie vor? Sie rufen Ihren Heizungsinstallateuren an, der kommt vorbei, berät Sie vielleicht, Sie kriegen irgendwann ein Angebot. Typischerweise wenig transparent, es dauert lange, Vergleichbarkeit ist nicht so wirklich gut. Da haben die Jungs von Thermondo gesagt, das ist ein Pain. Und was haben die gemacht? Die haben gesagt, wir schalten mal eine Webpage live. Sie haben noch keine Ahnung vom Markt, sie gehen mal raus, schalten eine Webpage live, bewerben die. Und was haben sie da versprochen auf dieser Webpage? Sie haben gesagt, bei uns müsst ihr ein paar Angaben eintragen auf dem Formular und ihr kriegt nach 24 Stunden mindestens 3 Angebote für eure Heizung zu Hause. Was haben sie dann gemacht? Sie haben diese Anfragen entgegengenommen, haben die weitergeleitet an bekannte Heizungsinstallateure und haben für jeden abgeschlossenen Vertrag eine kleine Vermittlungsprovision bekommen. Sie können sich vorstellen, damit wird man nicht reich, damit ist Thermondo jetzt nicht reich geworden, hat auch noch überhaupt keinen Einfluss auf Wissmann gehabt. Aber Thermondo hat dann irgendwann gesagt, wir lernen relativ viel in diesem Markt, warum sollen wir eigentlich diese Aufträge weitervermitteln, warum machen wir das nicht selbst? Und dann haben sie gesagt, okay, wir stellen eigene Installateure an. Haben mal begonnen in einem kleinen Markt in Berlin, haben da Heizungsinstallateure rekrutiert, relativ erfolgreich gestartet und haben das dann nach und nach ausgebaut. So schnell, nach 2 Jahren, nachdem die gestartet sind, war es der größte Kunde von Wissmann. Und Wissmann ist kein kleiner. Wissmann ist groß. War der größte Kunde, war Thermondo von Wissmann. Heute über 350 eigene Heizungsinstallateure, deutschlandweit abgedeckt. Der größte Heizungsinstallateur in Deutschland ist Thermondo. Ein kleines Startup aus Berlin gewesen. Und warum ist das jetzt für Wissmann gefährlich? Ein Thema, klar, die Marktmacht, die Einkaufsmacht, die Thermondo bringt. Aber noch schwieriger wurde es für Wissmann, als Thermondo nämlich den Slogan geändert hat. Früher war es ein Heizungsinstallateur, jetzt steht da der Heizungsbauer. Und die Strategie von Thermondo ist relativ klar. Thermondo sagt, wir wollen nicht einfach nur ein Installateur sein von Heizungen oder ein Bauer von Heizungen, sondern der CEO hat die Vision ausgegeben, wir sind ein integrierter Energiedienstleister in Zukunft. Und dafür haben sie auch ordentlich Kohle gescheffelt. Da sind auch EON, Enovos und weitere deutsche große Industriekonzerne investiert. Also da sind Millionen drin in diesem Startup. Wer kennt das? Nest, habe ich gehört irgendwo, genau. Was ist Nest? Wer weiß, was Nest ist? Hat jemand eine Idee? Weiß niemand, was Nest ist? Ein Thermostat. Ein Thermostat, ich habe es gehört. Genau, Nest ist ein Thermostat. Aber können Sie sich vorstellen, warum Google 3,2 Milliarden Dollar bezahlt hat für einen Thermostat? 3,2 Milliarden haben die bezahlt für einen Thermostat. Natürlich nicht für diesen Thermostat, sondern weil Nest ist eine riesige Plattform. Nest ist eigentlich das iPhone fürs Haus. Es ist das Smart Home Device. Und viele von den Stromkonzernen, was ich immer wieder höre zumindest, interessieren sich sehr stark für das Thema Smart Home. Aber ganz klar, was natürlich da Nest macht, sie wollen diese Schnittstelle besetzen. Wenn Nest mal im Haus ist, dann docken sich die anderen drumherum. Also Nest hat hunderte von Apps, die darauf laufen. Und warum machen sie das Ganze? Natürlich, sie sammeln Daten. Weil mit Nest steuern sie nicht nur eben die Heizung, es ist nicht nur ein Thermostat, sondern das Licht, die Sicherheit, den Sprinkler im Garten, alles. Also es ist wirklich eine komplette Smart-Home-Lösung. Und das muss man sich im Kopf behalten, wenn man von digitalen Geschäftsmodellen spricht. Jetzt die Beispiele, die ich gezeigt habe, sind allesamt von Startups oder eher von Jungen gewesen. Und ich möchte kurz aufzeigen, was sind denn jetzt die Unterschiede für ein etabliertes Unternehmen, was machen diese digitalen Jungs anders, als das Etablierte machen. Und eines ganz wichtig, der Wettbewerb, das sieht man ganz klar, der sieht anders aus. Es geht nicht mehr nur Mercedes gegen BMW oder Axpo gegen Alpiq oder was auch immer, sondern es sind neue auf dem Markt. Und wenn Sie da die digitalen Giganten sehen, da höre ich oft, ja, ihr mit euren Googles und Amazons, interessiert mich nicht, hat ja nichts mit dem Strommarkt zu tun. Aber ich weiß nicht, ob jedem von Ihnen bewusst ist, dass es auch eine Google Energy gibt. Google Energy ist eine eigene Firma. Und was haben die gemacht? Die haben in den letzten 3 Jahren 3,5 Milliarden investiert, um komplett unabhängig zu sein von der Stromproduktion von Dritten. Das heißt, sie haben eine Kapazität von 3 Gigawatt geschaffen, nur mit Solar- und Windenergie. Amazon auf dem genau gleichen Weg für die ganzen Rechenzentren auf der Welt, und das sind nicht wenige,
in ähnlichen Größenordnungen haben die Kapazitäten geschaffen. Und auf der anderen Seite haben Sie die kleinen, die agilen Startups, die natürlich auch überall dort, wo es interessante Stücke vom Kuchen gibt, versuchen, etwas von diesem Stück abzuklauen. Und was machen die anders? Die sind erstens komplett gegen außen nutzerzentriert. Die machen das, was die User wollen. Dort, wo es wirkliche Probleme gibt, wie beim Thermondo Case, dort, wo es Pains gibt, dort gehen sie an, setzen an und bauen von dort, starten typischerweise sehr klein und bauen dann aus. Dann haben sie eine sehr große Datenexpertise gegen innen. Die sammeln die Daten nicht einfach nur zum Selbstzweck, sondern mit ganz klarer Absicht, ihr Produkt, ihr Angebot laufend zu verbessern. Da sind sie Experten drin. Und sie sind natürlich viel risikofreudiger. Die gehen ganz andere Risiken ein. Die haben ja typischerweise gerade in der frühen Phase eines Startups wenig zu verlieren. Im Gegenteil, entweder schaffen sie es, die nächste Hürde zu überwinden oder sie sterben. Testmentalität heißt, sie machen nicht im stillen Kämmerchen Ingenieursarbeit, entwickeln jahrelang und kommen dann irgendwann Big Bang raus, sondern die gehen schon in der frühen Phase raus und lernen vom Markt, die testen und sind viel, viel schneller, das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede, viel, viel, viel schneller, als dass eine traditionelle Entwicklung passiert. Plus der letzte Punkt, die langfristige Radikalität, was bedeutet das? Die gehen nicht darum zu sagen, wir holen noch 1% raus oder noch 50.000 Einsparungen, sondern die gehen wirklich aufs Ganze, die gehen und denken viel, viel, viel größer. Jetzt heißt das für Sie, traditionelle Unternehmen, wir stecken den Kopf in den Sand und machen nichts mehr. Nee, ich glaube nicht, im Gegenteil. Was wir sehen bei den traditionellen Unternehmen im Vergleich zu den Startups, das sieht man in gewissen Branchen sehr gut, gerade in der Fintech-Welt zum Beispiel. Ein Riesenthema, ein Riesennachteil, das die Startups natürlich haben, ist Vertrauen. Wer gibt sein ganzes Geld zum Beispiel einem Startup? Ich zum Beispiel würde es nicht tun. Es geht aber nicht nur ums Vertrauen, es gibt andere Geschichten. Sie sehen hier zum Beispiel Assets und Know-how. Wer kennt den Markt? Wer hat die Distributionskanäle? Wer kennt den Kunden? Und das sind alles natürlich Riesenvorteile, die ein etablierter Player hat, die Sie haben. Und wenn Sie jetzt die Welt von der Startup, diese Methoden anwenden und das kombinieren mit dem, was Sie haben, dann glaube ich, haben Sie eine sehr gute Ausgangslage, um in der digitalen Welt weiterhin Erfolg zu haben. Und um das geht es genau bei unseren Kunden. Jetzt, wie läuft das in der Praxis ab? Ich habe gesagt, wir haben so ein Innovationsframework entwickelt, dazu zu sagen, das ist nicht eine komplette Entwicklung von Adventure, sondern das sind verschiedene Methoden, die wir in einem Baukasten zusammengefasst haben. Und es sind, grob gesagt, sind es drei ganz einfache Bereiche. Es geht von der Ideenfindung und jetzt wichtig, nicht gerade in die Umsetzung, sondern zuerst in die Validierung und dann in die Ideenumsetzung. Und ich will Ihnen kurz zeigen, anhand ein paar Bilder, wie das in der Praxis so abläuft. Wir starten mit der Ideenfindungsphase. Erster Punkt hier, Market and Client Discovery und User Exploration Ideation. Das heißt, wir wollen ein tiefes Verständnis der Kundenbedürfnisse oder der Probleme erlangen. Hierzu ein Bild. Ich habe vorher gemerkt, nicht alle geben gerne Antwort, deshalb schauen Sie sich kurz dieses Bild an, ein paar Sekunden. Und dann würde ich gerne ein paar Ideen von Ihnen hören, wie Sie diesem Mädchen helfen würden. Wie würden Sie diesem Mädchen helfen? Wer hat Ideen? Ist nichts falsch, also bitte los. Bitte? E-Book-Reader schenken ist ein Vorschlag, danke, guter Vorschlag. Weitere Ideen? Sorry, ich habe es nicht verstanden. Eine fahrbare Leiter, gute Idee. Weitere? Eine noch? Sorry, ich habe es nicht verstanden, akustisch. Mal fragen, was sie sucht. Danke vielmals. Die dritte Frage ist es nämlich. Das größte Problem, was typischerweise passiert, wenn wir eine Situation sehen, denken wir sofort in Lösungen. Und die Beispiele mit dem E-Book-Reader, mit der Leiter, mit Hochheben, mit was auch immer man hört, sind genau die typischen Vorgehensweisen, wie man im Unternehmen vorgeht. Man sieht etwas und man kommt mit der Lösung, aber man weiß gar nicht, was überhaupt das Problem ist. Und es war genau die richtige Frage, was sucht sie überhaupt, was hat sie überhaupt für ein Problem? Sie will nämlich gar kein Buch, sondern die Mutter hat da hinten die Süßigkeiten versteckt und das Mädchen will eigentlich an die Süßigkeiten ran. Andere
andere Herangehensweise. Und um das geht es eigentlich genau. Wenn wir mit den Kunden digitale Geschäftsmodelle entwickeln, Innovationen machen, das geht nicht im Büro, das geht nicht am Arbeitsplatz, da können Sie noch so viele Studien lesen, da werden Sie sicher gewisse Trends erkennen, aber schlussendlich, was wirklich das Thema ist, erfahren Sie nur draußen. Und deshalb eine der Hauptdevisen, wenn Sie Kundenbedürfnisse und neue Ideen entwickeln wollen, out of the building. Und das funktioniert in jedem Fall, ob das jetzt B2B oder B2C ist, völlig egal. Hier sehen Sie ein Beispiel unseres Kunden LafargeHolcim. Ich glaube, das ist ein großer Kunde auch der Energiewirtschaft weltweit. LafargeHolcim, für die haben wir in einem Markt in Rumänien, wie Sie sehen, Transsilvanien, Moldawien, neue Geschäftsmodelle gesucht, weil dort der Baumarkt ganz anders funktioniert, als das in unseren westlichen Ländern der Fall ist. Das heißt, man geht auf die Baustelle, zieht man sich jetzt halt mal die Gummistiefel an, geht da raus und interviewt die Leute halt in der Art und Weise, um auf die Probleme zu kommen. Und diese Probleme, die clustern wir dann, also wir leiten diese sogenannten Pain Points ab und aus diesen Pain Points werden dann Ideen entwickelt. Also erst wenn wir verstanden haben, was ist überhaupt das Problem, dann macht es Sinn, Ideen zu entwickeln. Und wenn wir jetzt von Ideenentwicklung sprechen, ist es auch hier so, dass wir dann nicht nachher eine Idee entwickelt und über 2 Jahre einem Ingenieur hingeworfen und gesagt, so entwickel mal und wenn das Produkt fertig ist, komm, dann werfen wir die Marketingmaschinerie an. Nein, Sie sehen, es sieht relativ primitiv aus. Aus diesen Post-its werden Scribbles. Und mit diesen Scribbles gehen wir schon raus und testen die Idee am Markt. Wir sprechen mit den Kunden in einer ganz frühen Phase, um erste Feedbacks einzuholen. Macht es überhaupt Sinn, mit dieser Idee weiterzuspinnen? Haben wir überhaupt verstanden, was das Problem ist? Zahlt diese Idee auf das Problem ein? Dieses frühe Feedback hilft uns, früh zu scheitern. Nicht, weil wir Scheitern so cool finden, aber lieber merke ich früh, dass eine Idee nichts wert ist, als wenn ich Millionen oder Jahre investiert habe. Und genau um das geht es eigentlich. Okay, jetzt gehen wir davon aus, die Idee kam positiv an. Jetzt wollen wir das Ganze testen. Und testen können wir natürlich nicht immer mit diesen Scribbles, das ist in der ersten frühen Phase okay. Aber irgendwann wollen wir dann mal mit Prototypen beim Kunden erstmal sehen, ist das technisch überhaupt sinnvoll? Können wir das verkaufen? Zu welchen Preisen können wir das verkaufen? Das geht über Prototypen. Und da den Begriff Fake News, den kennen Sie nicht erst seit Donald Trump. Fake News, das, was Sie da sehen, das sind alles Fake-Angebote. Fake Landing Pages, sogenannte. Das heißt, das sind alles Services, die vertrieben werden, die es überhaupt nicht gibt. Weder gibt es hier diesen Betonpumpenvermietungsservice, noch gibt es diese Versicherungslösung, die Sie da vorne sehen, noch gibt es diese Big Data Maschine, noch gibt es von diesem Maschinenbauer diese ganze Wartungsmaschinerie. Es geht nur darum zu schauen, kommt das bei den Leuten überhaupt an? Wer klickt da drauf? Was machen die Leute auf dieser Website? Und warum tun wir das? Weil wir wissen wollen, auch hier jetzt, auch quantitativ, macht das Sinn? Was interessiert die Leute überhaupt? Würden Sie einen Vertrag mit uns abschließen? Würden Sie etwas kaufen? Zu welchem Preis würden Sie das kaufen? Was kostet uns eine Kundenakquisition? Und so weiter und so fort. Also wir wollen früh Daten generieren. Und das geht nur mit richtigen Kunden. Sehen hier ein anderes Beispiel aus der Logistikwelt. Auch hier, man kann testen, ohne dass man groß in Informatiklösungen und so weiter investiert hat. Und dann, das ist jetzt der große Vorteil im Vergleich zur klassischen Vorgehensweise, dann können Sie zu Ihrem Chef gehen und sagen, schau mal, lass uns in diesen Bereich investieren. Wir haben bewiesen, es gibt Nachfrage, wir haben bewiesen, es gibt interessierte Kunden und es gibt Leute, die bezahlen. Wir haben einen Business Case, den wir schreiben können, anhand von Fakten und nicht nur anhand von Studien und Annahmen. Und das, glaube ich, ist ein großer Unterschied, wenn es dann darum geht, auszurollen. Und ausrollen heißt auch in der Welt, wenn wir in der digitalen Welt unterwegs sind, auch hier, lassen Sie klein beginnen. Die großen digitalen Player, sei das Google, sei das Amazon, die sind alle sehr klein gestartet. Amazon zum Beispiel mit einem Bücherladen. Einfach nur Bücher online und nur Bestseller in der Anfangsphase. Ganz spitz in den Markt rein und dann ausbreiten. Dann sehe ich, was macht Sinn, wo habe ich Erfolg und dann kann ich mein Angebot. Die klassische Denke in Unternehmen ist eher so, wir wollen diese Featureities, wir wollen alles. Weil die alte Lösung kann ja auch alles und unsere Kunden wollen auch alles. Also können wir nicht mit was Kleinem raus. Aber diese Denke ist falsch, weil sie verzettelt ganz sicher das, was sie eigentlich machen wollen. Ich habe Ihnen versprochen, ich zeige Ihnen ein Beispiel aus der Welt. Das ist jetzt aus der Stahlbranche. Die Firma Klöckner, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist ein 6-Milliarden-Konzern aus Deutschland, der größte Stahlhändler in ganz Europa.
war einer unserer frühen Kunden im Bereich Digitalisierung. Der Herr Rühl, der Geschäftsführer, der war im Silicon Valley, hat sich da inspirieren lassen, wie so viele CEOs, kam zurück, ging zu SAP und hat gesagt, hey, wir wollen, dass Amazon des Stahlhandels werden. SAP natürlich klar, machen wir. Hier E-Commerce, Online-Shop, die haben das gemacht. Nach ein paar Monaten haben sie gemerkt, das kommt überhaupt nicht an. Die Kunden bestellen nichts über diese E-Commerce-Plattform. So wird das nichts mit diesem digitalen Geschäft. Also hat der Herr Rühl gesagt, okay, nochmal zurück auf Feld 1. Lass uns doch mal mit den Kunden überhaupt sprechen, was dann die wollen. Warum bestellen die nicht? Warum bestellt BMW oder Mercedes den Stahl nicht über diese schöne E-Commerce-Plattform, die doch so schnell ist und so super und alles kann? Also sind wir rausgegangen zu den Kunden von Klöckner und haben uns dort mal die Situation angeschaut. Und wir haben gesehen, da gab es viele gute Leute mit viel Papier auf dem Tisch. Die sind am Telefon in Kontakt mit Klöckner, rufen da an, du, wie viel von dem und dem Stahl habe ich noch, was kann ich morgen abrufen? Da bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die hätten alle SAP gehabt, die haben alle ihre Systeme gehabt, wo sie die Informationen abrufen hätten können. Aber es war komfortabler für sie über den manuellen Weg. Was ist am Schluss rausgekommen? Am Schluss ist rausgekommen eine einfache Kontraktplattform. Nichts Rocket Science, nichts extrem Kompliziertes, nichts IT-mäßig Teures. Aber interessant ist, wie der Weg jetzt gelaufen ist. Die ersten Ideen, die wir den Kunden gezeigt haben, haben so ausgesehen. Also das ist wirklich ein Bild, mit dem sind wir zu den Kunden gegangen und haben mit ihnen über die Idee gesprochen. Haben wir das Problem verstanden? Würdest du gerne sowas haben? Würdest du es dann digital nutzen im Vergleich zum Papier? Dann kamen Inputs zurück. Zweite Version, einfaches Mockup. Nichts Schönes, ganz klar. Aber es sind jetzt weitere Informationen drauf, es sind die Feedbacks eingeflossen der Kunden. Dritte Version, ein sogenannter Click-Dummy, das heißt, das ist eine, können Sie sich vorstellen, wie eine PowerPoint-Präsentation. Die Leute können sich durchklicken, so läuft der Ablauf, das sind die Informationen. Wenn du da drauf klickst, geht es dahin und so weiter und so fort. Und dann ist man nach 4 Monaten mit der ersten Version live gegangen. Und live gehen heißt, man ist zu einem Kunden gegangen, man hat erste Testkunden gewonnen und richtigen Umsatz gemacht. Und um das geht es. Und erst dann, wo wir gesehen haben, ja, die Leute nutzen das Ding, weil, interessant auch noch in dem Zusammenhang, das war keine IT-Lösung, da war keine Schnittstelle programmiert, sondern da hat ein Werkstudent am Morgen die Daten kopiert, in eine primitive Datenbank, SQL-Datenbank oder so reingepusht und das war's. Die Leute haben es aber genutzt und die haben innerhalb von 4 Wochen 2 Millionen Umsatz gemacht. Und jetzt kommt eigentlich das Spannende. Sie sehen, wie schnell Klöckner von 0 Digitalumsatz letztes Jahr auf 1 Milliarde hochgegangen ist. Das ist nicht alles neuer Umsatz, logisch. Aber es hat neuen Umsatz gegeben und es hat vor allem die Organisation massiv entlastet. So, die letzten Sekunden zu den Key Learnings. Was ist etwas vom Wichtigsten, ist die echte Nutzerzentrierung. Tönt immer logisch, aber das Bild vom Mädchen hat es gezeigt. Echte Nutzerzentrierung heißt nicht, wir vermuten, was der Kunde will, sondern wir fragen, was der Kunde will. Und zwar so fragen, nicht, dass ich am Schluss die Antwort bekomme, ein schnelleres Pferd, sondern ich will das Problem verstehen und dann kann ich entwickeln und in die Richtung gehen. Dann die Datenzentrierung gegen innen, ganz wichtig, die Daten nutzen, um mit den Daten zusammen kontinuierlich das Angebot zu verbessern, die Schnittstelle zum Kunden besetzen. Das Beispiel hier mit Nest, ein super Beispiel. Nest alleine, dieser schöne Thermostat würde nie 3,4 Milliarden wert sein. Aber wenn Sie sich überlegen, was diese Plattform alles macht, massiv. Fake it until you make it. Es muss nicht eine fertige Lösung rausgehen. Sie können auch testen ohne das. Und früh und regelmäßig Nutzerfeedback einholen. Lege ich Ihnen auch ans Herz. Nicht im stillen Kämmerchen entwickeln und dann irgendwann rauszugehen. Schlusswort. Ideen, ja, ist cool, aber eine Idee ohne Umsetzung ist nichts. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten für Sie oder was ich auch immer mitgebe. Eine Idee ohne Umsetzung hat keinen Wert. Also lieber früh anfangen, umsetzen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Über Digitalisierung sprechen, wie ich das hier tue, ist einfach. Aber die Umsetzung, meine Damen und Herren, das ist harte Arbeit. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Mario Fay, für diese sehr anschauliche Präsentation. Anstelle von Fragen schlage ich vor, dass wir Ihren Kollegen von Ernst & Young auf die Bühne bieten und uns die Umfrage anschauen. Herzlichen Dank. Danke Ihnen vielmals.